Hi zusammen, wir haben hier heute von Lenovo das Yoga Tablet 8. Das Ganze ist ein Android-Tablet von Lenovo und wir wollen es euch einfach mal ganz kurz vorstellen. Doch wie immer, bevor es zum Gerät selbst geht, der Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten haben wir einmal ganz normal das Netzteil und ein USB-Datenkabel und Anschlusskabel. Natürlich gibt es auch noch eine Schnellstartanleitung, das heißt, da sind ganz kurz die ersten Schritte mit erklärt, wie ihr das einrichtet. Ja, und dann haben wir hier unser Yoga Tablet 8. Wir haben hier ein 8 Zoll IPS HD Display mit 1280x800 Pixeln. So sieht das Ganze aus. Im Inneren arbeitet ein MediaTek 1,2 GHz Quad-Core Prozessor. Wir haben 1 GB Arbeitsspeicher, intern bis zu 32 GB. Davon wird aber halt ein Großteil auch fürs Betriebssystem genutzt. WLAN, Bluetooth. Wir haben Anschlüsse, einmal hier an der Seite den Micro-USB-Anschluss. Dann den Ein- und Ausschalter. An der Oberseite und am sonstigen Rahmen haben wir keine weiteren Anschlüsse. Hier haben wir die Lautstärkewippe und den Anschluss für ein Headset. Auf der Rückseite selbst könnt ihr sehen, hier ist der Einschub für eine MicroSD-Karte, um den Speicher zu erweitern. Und hier an der Rückseite befindet sich dann eine 5-Megapixel-Kamera. An der Vorderseite haben wir zusätzlich noch eine 1,6 Megapixel Kamera und im Inneren arbeitet Android in der Version 4.2. Zeige ich euch auch noch kurz. Das heißt, wir haben hier 4.2.2. An der Vorderseite kann man hier sehr schön die Lautsprecher erkennen und das Praktische an dem Tablet ist im Grunde, dass man es einmal so auf den Tisch legen kann, um damit sozusagen im Stehen zu arbeiten, aber halt auch diesen Standfuß haben. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, diesen Fuß aufzuklappen. Sozusagen, das ist die maximale Position. Wir können natürlich auch sagen, wir nehmen hier nur so ein bisschen oder halt etwas mehr. Das heißt, das sind sozusagen die zwei maximalen Möglichkeiten. Und das Tablet dann im Grunde stehen zu verwenden oder halt leicht gedreht. Je nachdem, wie man es gerade benötigt. Ja, im Grunde ist es das aber auch schon vom Yoga Tablet 8. Klassisches Android-System, das heißt, da gibt es nicht wirklich viel noch extra zu zeigen. So, ich hoffe, es gefällt euch und bis zum nächsten Mal.